Isera wird nicht Halt machen, bis diese ganze Welt im Albtraum versinkt. Xavios nutzt Malfurion, um meine Aufmerksamkeit von unserer Aufgabe zu lenken. Wir sind die Einzigen, die Isera aufhalten können. Oh, Malfurion, mein Geliebter. Hunderte um Hunderte von Jahren schliefst du unter der Mondlichtung. Wann immer ich Zweifel hatte, stieg ich in seine Traumhöhle hinab und wachte über seinen Schlaf. Selbst schlafend war seine Präsenz tröstend. Ich ließ meine Ängste unter Tage zurück und stieg hinauf, bereit, mein Volk anzuführen. Als Malfurion wieder an meiner Seite stand, waren wir eins. Als ob er nie fort war, habt ihr je so geliebt wie ich. Xavios hat mich in der Hand. Er zwingt mich, meinen Geliebten im Stich zu lassen und die anmutigste Kreatur zu unterwerfen, die ich je sah.